Drück den Knopf richtig. Ja, ich habe den Knopf richtig gedrückt. Aufnahmeknopf. Kabel hängt dazwischen. Danke, mechanische Tastatur. Kennt ihr das? Wenn das Kabel in der mechanischen Tastatur festhängt? Lieber ohne A und ohne R. Hm, gute Wahl. So, schön wieder da. Boah, was ist denn los mit mir? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Wir sind hier mit unserem Bruder und einer S-Bahn-Blüte. Und ich rede jetzt nicht von dem Mädchen. Die letzte Folge aufgepasst haben, wissen, was ich meine. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Er ist ansteckend. Hugo. Abby. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Oh, natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel. Ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amicia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe! Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition jedoch. Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Ambrage. Gesundheit. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Ignifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Ich sagte doch, es geht in die Scheune. Das mit euren Eltern tut mir leid. Aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Ignifer. Es schützt uns vor den Ratten. Okay, und was hat mein Bruder jetzt für böses Blut? Komm, Hugo. Ich will, dass du mitkommst. Ich hab dich eben gerade wie Scheiß behandelt. Natürlich geht der weg. Das Zeug ist in der... Was sollen wir jetzt tun? Ja, ich glaube, der ist sehr müde und erschöpft und eingeschlafen. Ja, ein bisschen... Sie sind hineingelangt. Ich finde einen Weg, sie abzulenken. Leck dir mal übers Gesicht, eine gute Idee bei einer bakteriellen Entzündung. Infektion. Hm, ein bisschen Französisch kann ich noch. Ich frag jetzt. Ich gehe jetzt auf die Frage nicht genauer ein. You know why. Hast du mir deine Hand? Hugo? Entschuldigung. Irgendwie! Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schon in Ordnung. Los! Aber es sind die Schinken. Die wollte ich selber essen. Ich will die Ratten doch nicht. Oh Gott, mach hoch. Die lecker Ratten. Lecker Schinken. Dinger, ihr wisst. Ich hab's heute richtig drauf. Wir machen erstmal das Licht aus. So. Ach, tut mir leid. Keine Sorge. Sollte schon. Nein, alles gut, Anni. Alles gut. Das war's. Hugo, nimm meine Hand. Nö, nein. Der geht schon vor. Oh, na bockig, schön, junger Herr. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Wir haben eine lange Reise hinter uns. In der Tat. Da war Loot. Was ist mein Bruder? Ist der bescheuert? Kommst du mit? Die sehen ganz schön schwer aus. Verfaulter Weizen. War sicher für die Schweine gedacht. Oh, steht da drauf. Sag mal, kommst du jetzt? Abby? Danke. Lass ich ihn liegen. Los, komm. Oh, eine Wand. Oh nein. Da sind sie wieder. Sie sind überall.
Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Ignifer gehen. Wie sollen wir... Ja, ich weiß wie. Wir brauchen Fleisch. Tot oder lebendig. Kann ich das Huhn nehmen? Kippt das Schwein gleich um? Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Ja. Abendessen, Schweinchen. Lecker Futter. Ich glaube, das Schweinchen... Ich glaube, das Schweinchen wird jetzt versnackt. Na gut, dass es auf saures, verfaultes Essen steht, ist nichts Neues. Und Schweine, die mögen das ganz gerne, aber... Ich glaube, das Schweinchen wird jetzt gerade Abendsnack. So ist es gut. Bauchweh. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Ja, mach's gut. Die Eier gesehen? Alter, ich bin da immer noch... Da ist deine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Immer noch beeindruckt von den Schweinen. Alter, was haben die für Krochottes? Hör zu. Schmoll ruhig, aber bleib in meiner Nähe. Hat er mich gerade angepfft? Hat er mich gerade angepfft? Du zuerst. Er hat einfach angepfft. Kann ja wohl nicht da sein. Ripp Grunzbert. Was ist denn Grunzbert heißt er? Wie ist denn der letzte? Rüdiger, glaube ich, ne? Der letzte hieß Rüdiger. Ah, das Licht. Ja. Hugo, sieh lieber nicht hin. Warum? Klötenbert. Klötenbert finde ich gut. Ich muss ihn leider verfüttern. Keine Kapriolen, Rüdiger. Genau das. Guck nicht hin, Herbie. Tut mir leid, Hugo. Wir haben keine Wahl, Hugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Ja, Hugo, leider. Es gab keinen anderen Weg. Nein, nein, da oben ist Loot. Das sind Steine. Ich muss nochmal hoch. Kommt, hier rüber. Ich hab keine Zeit. Ich muss nochmal hoch, ich muss Steine holen. Ja, ich weiß, Schweinemörder. Aber was wollen wir denn tun? Arme Schweinchen. Ja, das Schweinchen ist jetzt Mitternachtsnack. War jetzt ja nicht so, dass ich viel Wahl gehabt hätte. Aber ich hatte die Wahl. Ich meine, ich verschenke Bacon, ne? Das tue ich ja auch nicht gerne. Na komm, ab in den Keller. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Krass. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Easy. Sie müssen hier irgendwo sein. Schnaps schon gefunden. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Schnaps. Na schön. Alkohol und Schwefel. Schnaps. Alkohol, Schwefel, das ist alles. Ich löse die Reaktion auf. Eine alchemische Vereinigung. Lukas, warum bin ich nicht so krank wie Laurenz? Er wurde von einer Ratte gebissen. Du nicht. Und wird er sterben? Ich tue, was in meiner Macht steht, um das zu verhindern. What the fuck ist das? Sieht aus, als hätten sie eine ganze Weile hier verbracht. Die Ratten sind so hungrig wie ich nachts nach dem Soft. Ja gut. Laurentia, liebe Laurentia, mein, wann werden wir wieder beisammen sein? Am Dienstag. Dämonen. Dämonen? Ach, hier hat der Ratten drin. Anni, du scheinst auch einen äußerst guten Humor zu besitzen. Kennst du Mystery Science Theater 3000? Kann ich, wenn man auf ultraflachen Humor steht, nur wärmstens empfehlen. Dieser Ofen. So einen nennt man Atanor, glaube ich. Also wer es genau wissen will,
Hier ist die Lösung drinne und das Ganze wird auf 60 bis 70 Grad, vielleicht manchmal auch 80 Grad erhitzt. Der Alkohol verdunstet schneller als das Wasser, steigt also nach oben und kondensiert in diesem Rohr hier oben an der Spitze und läuft dann hier runter und sammelt sich in diesen wunderbaren Behälter, aus dem man dann den Schnappes rausholen kann. Großartige Sache. Mystery Science Theater 3000. Großartiger Film. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Wenn man auf sehr, sehr flachem Humor steht, von Kalkofe synchronisiert, richtig gut. Levita Extractam Sic. Das ist Latein. Das ist richtig. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Schau einen Trailer an. Der Trailer sagt leider nicht so viel. Du musst dir vorstellen, da sitzen jetzt drei Typen, die komplett kaputt sind im Kopf und schauen sich den schlechtesten Film aller Zeiten an und kommentieren ihn die ganze Zeit. Also so Leute, die die ganze Zeit einen Film kommentieren. So, das ist die Zukunft im Film. Also, und dann so die drei Zuschauer. Wie, Zukunft? Wann ist die Zukunft? Kann mir einer sagen, was die Zukunft? Und der Kollege daneben, Dienstag. Und der andere so, oh, das ist übermorgen, danke. vollkommen bescheuert. Ja, mich so bepisst zu lachen. Am besten noch so leicht angeschickert schauen, dann bist du da richtig drinne. Ja, richtig gut. Richtig random, es ist so ultra stumpf. Pikachu, ein wunderschön. So, wir haben Schnaps gefunden und wir haben Schwefel gefunden. Hier, Lukas. Gut, jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Alkohol und Schwefel? Nö, da kann nichts passieren. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte RB gedrückt, um das Auswahlmenü zu aufzurufen. Okay. Ich mache mir einen eigenen Stein. So, es ist... Ratten! Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Ja, dann lass mich. Klar. Mach mir einen Feuerstein. Wow. Oh, es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Nice. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Ja, leider war da nichts mehr zu nehmen, auch wenn es erstmal aussieht wie Alkohol. Aber trotzdem danke für den Hinweis. Das ist richtig random. Pikachu, alles stimmt bei dir. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Und ja, wir haben uns tatsächlich einen riesigen Feuerstein gebaut. Aus Schwefel, Alkohol und Stein. Was ich mich jetzt frage... Schade. Naja, jetzt weiß ich ja wenigstens, wie ich an Schwefel, wofür ich so viel Schwefel brauche. Na, ihr kleinen greedy little Bastards? Ja, komm her. Ich schmecke lecker. Der Bacon war noch nicht genug, ne? Jetzt wollt ihr ans junge Fleisch. Ihr guckt euch an, die kleinen Lumpen. Ich wette, oben sitzen sie auch schon wieder. Ratten! Zurück! Ignifer, wirf es in die Glut! Jawohl, Chef! Schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. So, also das Schwein ist schon weggesnackt. Da gab's nicht mehr viel. Kommst du nach? Alles klar, du kommst nach. Ja, Pikachu, wir spielen A Plague Tale, Innocent. Innocent, sag ich mal. Innocent? Ist ja egal. Auf jeden Fall. Das sind ganz schön viele. Laurentius, ja. Ich bahne uns einen Weg. Dafür brauche ich jetzt also das viele Schwefel. Gut. Guckt euch diese dreckigen Ratten an. Kommt, hier entlang. In Ordnung. So viele auch noch da vorne. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Oh nein,
Amicia, die Waffen! Die Lichter sind aus. Nein, nein! Meister! Lukas, warte! Die Destillierfeld! Vorsicht! Tu doch was! Wir müssen weg, jetzt! Meister! Hey, halt! Wir brauchen dich! Seht, das Schwert! Wir müssen hier weg. Hugo, Lukas. Da wäre noch Loot. Wir brauchen das Pferd. Sie sind überall. Lukas. Ich bin hier. Oh. Nein, ja, nein, nein. Ist das denn passiert? Ich stand noch im Licht. Ich hab nichts gemacht und bin gestorben. Lauf, wir brauchen das Pferd. Sie sind überall. Stand ich genau in der Lücke? Ich bin hier. Stand ich genau in der Lücke? Wohin führt dieser Weg? Lukas, wohin führt er uns? Zum Fluss. Ah. Ah, darum bin ich gestorben. Das erklärt einiges. Das finde ich jetzt aber uncool, muss ich leider ganz ehrlich sagen. Vor allem, Heuhaufen brennen nicht lange. Du kannst sie immer noch mal entzünden. Yo, Sherlock, trotzdem. You know. Da geht mir aber einiges an Schwefel bei drauf, ne? Flieht, ihr Narren! Oh ne, an anderes Spiel. Ja, dann machen wir uns doch. Oh oh. Schnell hinfort mit dir. Ich hätte gern ein bisschen Loot noch. Mein Schwefel geht zu Ende. Ich finde das nicht so geil, wenn mein Loot dezimiert wird. Bin eher davon, dass ich zu viel habe. Großer Fan. Okay, hier brennt. Wir sind umzingelt. Oh, wohin jetzt? Wohin? Da drüben ist ein Boot, gleich hinter der Mühle. Na dann los. Amicia, die Windmühle steht fast in Flammen. Mit der Schleuder kannst du verschiedene Munitionsarten über weite Entfernung schießen. Okay, wir müssen jetzt wohl... Ich kann mein Insta-Store nicht holen. Warum, Anni? Darf ich einmal Werbung machen? Nein, Anni wollte mich teilen. Das Leben ist so unfair. So sollte es gehen. Luca, hier entlang. Mal eine kurze Frage. Wie viel geht denn da gar nicht drauf? Gibt's da Loot? Loot? Ja dann. Schon wieder. Besuch. Na? Wer von euch hat sein Armbrot nicht aufgegessen? Na? Übrigens, Ratten sind hervorragende Schwimmer. Ich wüsste nicht, wie mir das jetzt helfen sollte. Tja, wir haben wohl einen neuen Bruder. Unerwartet. Der Lehrling. Nächstes Kapitel. Kapitel 4. Die Beute der Raben. 5, Entschuldigung. Römisch 5. Entschuldigung. Oh je. Aber lieb, dass du es tun würdest, Anni. Das freut mich sehr. Cutscene. Ja, die Ratten haben mich total durcheinander gebracht. Dass ich nicht mehr römische Zeilen lesen kann. Oh, Herbie schläft. Guck mal, die Adam am Hals. Lukas? Ja?
Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir nehmen die Cutscene noch mit. Keine Sorge. Wir sind da. Mag Spiele, die in der Lage sind, pausieren zu können während Hugo, einer Cutscene. Wach auf. Komm, Hugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ambrage sein. Gesundheit. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Frösche, er freut sich. Mahlzeit. Entschuldigung, das Klischee muss ich jetzt reiten. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Slideshow.